Hier ist wieder Mr. Meko und willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Mo. Und im letzten Part haben wir uns die Stadt angeschaut und mit ein paar Passanten geredet und sie natürlich auch betreten, ne? Und nicht nur das, wir haben auch im letzten Part eine neue Funktion, also unser Pokédex hat eine neue Funktion erhalten, nämlich den Pokémon-Sucher. Damit können wir nun Bilder von Pokémon machen, wenn überhaupt welche in der Nähe sind. Ja, so eine Art Pokémon Snap, was ich eigentlich ein ganz cooles Feature finde. Also ich finde das jetzt gar nicht so doof, dass sie das mit eingebaut haben. Nur, naja, die hätten auch ein Pokémon Snap Teil 2 machen können. Aber naja, ist ja deren Entscheidung gewesen. Ja, habe ich schon mit dir geredet? Ah, was ich noch vergessen habe zu erwähnen. Ich habe auf Screen tatsächlich Mamfaxo trainiert und halt noch die anderen Pokémon, also Mamfaxo und Mangunior. Und ich habe Mamfaxo bis auf Level 9 gebracht. Heißt, er kann sich jetzt mit den anderen ja, wie nennt man das? Er kann sich mit denen halt, ne, so von den Level her gleichstellen. So, nach dem Wort habe ich gesucht. Alola. Ja, Alola zurück. Gut. Mit dir habe ich, glaube ich, schon gesprochen, ja. So, mit dir hoffentlich auch, ja. Ja, doch, doch, doch. Gut, dann gehen wir weiter. Schauen, wie der nächste Teil der Stadt aussieht. Hauholi, Einkaufsviertel. Was war denn das, wo wir gerade waren? Das war Strandpromenade, okay. Warte mal, damit ihr mir jetzt auch glaubt, dass ich wirklich Mamfaxo und Mangunio trainiert habe. Übrigens, Perfekt hat auch Level 11 erreicht. Wo ich auf Screen trainiert habe, ist eigentlich ganz okay. So, Mamfaxo Level 9. Das seht ihr jetzt gerade nicht. Aber. Ach du Heilige, ich müsste dann auch wieder zum Pokémon Center, weil die AP von Tackle ist. Naja, können es halt nur noch mal 7 mal einsetzen und das war's. Soll ich jetzt noch mal schnell zum Pokémon Center rennen? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Oder, ach komm, da gehe ich mal schnell zum Pokémon Center. Ich will jetzt auch nicht schneiden. Ich meine, das wäre Unsinn, jetzt den Weg zu schneiden. Ne? Und ich habe schon wieder vergessen, die Helligkeit der Kamera einzustellen. Ach ja. Naja, was soll's. Ich kann ja hin und wieder die Aufnahme beenden und dann die Helligkeit etwas runterstellen. So ist es also nicht. Das ist ein großes Problem. So, schnell die Pokémon heilen. Besonders beim Faxo, weil er ist schon im gelben Bereich und naja, wenn wir jetzt einem Trainer gegenüberstehen würden und der gegen uns kämpfen wollen würde, dann ja, hätte ich spätestens bemerkt, ja gut, ich war nicht im Pokémon Center, ich habe vergessen beim Faxo zu heilen und ja, kann ich nur so ein Trottel sein und das vergessen. Aber lieber nochmal dran denken als jetzt, ja. Lieber jetzt als nie. Okay. So. Ich habe auch ein paar Tränke verbraucht, aber ich hoffe, das wird jetzt nicht... Ja, das wird jetzt hoffentlich nicht so groß Problem sein. Weil ich mir eh denke, dass die Trainer so langsam so von Trainer zu Trainer stärker werden. Also ihr wisst, was ich meine. So langsam die Level-Kurve ansteigt und es dann etwas schwieriger werden wird. Ja. Mir war so, als würde hinter der Wand etwas lauern. Also habe ich instinktiv zu einem Karateschlag ausgeholt. Warum gerade zu einem Karateschlag? Na, weil der so eine hohe Volltrefferquote hat. Aber ist aber auch eine starke Kampfattacke. So, das sollte das Einkaufscenter sein. Ja, hier ist das Einkaufscenter. Ich finde es völlig legitim, wenn man seine per Pokémon-Sucher geschossenen Fotos stolz jemanden zeigt. Wenn du an einen Ort kommst,
an dem sich Rotom gut Fotos machen lassen. Gut, das war richtig, sagt dir Rotom übrigens Bescheid. Nee, warte mal, das ist doch gar nicht das Einkaufszentrum, oder? Hier waren wir schon mal. Das ist Einkaufszentrum. Wie kann ich nur? Ja gut, es sieht fast so aus wie so ein Einkaufszentrum auf den ersten Blick. Naja, wie geht's? Also mir geht's gerade gut. Ich habe keine Anzeichen von irgendwelchen Krankheiten. Ich habe kein Fieber, ich bin nicht krank. Mir geht's super. Danke der Nachfrage. Ein Friseursalon. Deine Boutique. Hier gibt's alles, was man für einen Imagewechsel braucht. Ach wirklich, hier gibt's ein... Ah. Alola. Hey. Egal, was jetzt Frisur oder Haarverbrauch vorschwebt. Wir gehen hier ganz auf deine Wünsche ein. Du kannst aus einer Reihe von Haarschnitten wählen. Magst du es eher kurz oder mittelkurz? Oder darf es etwas Besonderes sein? Zöpfe vielleicht? Bist du verrückt? Wir färben auch die Haare, ganz viele möchtest. Na, was sagst du? Probier doch mal einen neuen Look aus, wo du schon mal hier bist. Ja, gut, dann mache ich das mal. Herzlich willkommen. Was können wir für dich tun, junger Herr? Ich möchte meine Haare schneiden lassen. 4000. Ja gut. Es war jetzt nicht das billigste, aber ist okay. Folge mir. Ich bringe dich zu einem Stuhl. Auf deine Sachen passe ich so lange auf. Du machst gerade die Inselwanderschaft, oder, Martin? Mein Partner und ich haben das vor 5 Jahren auch zusammen gemacht. Also gut, was soll es sein? Ja. Sehr kurz ist sehr kurz. Wie würde denn sehr kurz aussehen? Wenn ich dann auch so an der Seite so abrasiert und so. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich mache erstmal mittelkurz. Da wirst du aber nicht... ja gut, also wenn ich dann nicht damit anders aussehe, als ne? Dann mache ich lieber sehr kurz. Ich habe aber Angst mit sehr kurz. Ja, komm. Ja. Fange ich mal an. Aussehen. Oh mein Gott! Das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. So, das wäre geschafft. Tada, du siehst toll aus. Als Dankeschön aktualisieren wir auch dein Trainerpassfoto. Wir freuen uns auf deinen nächsten Besuch, junger Herr. Nein. Oh, ich wollte schon... Ich dachte jetzt, der hat die Cap so andersrum auf. Also vielleicht nur... Na, was soll's. Mit einem schnieken neuen Haarschnitt. Machen wir weiter. Richtig schon angesprochen. Wie geht's? Wieso sagt ja eigentlich jeder, wie geht's? Also mir. Das ist zwar nett, aber... Naja. Oh. Wenn mich jemand mit wie geht's ansprechen würde, dann... Also ein Fremder, dann würde ich mich schon fragen, ja... Was ist bei dem los? Wusstest du schon, dass Boutiquen je nach Insel ihr eigenes Sortiment haben? Ach ja, am liebsten würde ich ja gleich alles mit nach Hause nehmen. Naja, also, könntest du es natürlich machen. Wenn du dich umziehen oder eine neue Kontaktlinsen einsetzen möchtest, kannst du das in der Umkleidekabine tun. Dank dem großen Spiegel ist sie nicht zu übersehen. Okay, was kann ich denn hier so alles für Kleidung kaufen? Ich möchte etwas kaufen. So, zeig mal her. Ein Tanktop weiß. Ein Tanktop schwarz. Ein Tanktop blau. Ein Tanktop ultra, Alter, was gibt's denn hier so alles? Grau, weiß, schwarz, grün, blau, ultramarin, kann ich jetzt scheinen. Blau. Violett, ultramarin. Oh, Mann. Ich glaube mal, dass ich mir nicht blau holen werde, sondern weiß. Ja, ich möchte weiß haben. So, dann schauen wir uns mal die Hosen an. Weiß. Jetzt komplett in Weiß rumzulaufen wäre nicht so schön. Schwarz, grün, blau, ultramarin. Ja, nämlich ultramarin. Das ist okay, so. Ich bin zwar jetzt nicht der Ober...
Nicht so eine. Doch, 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 doch. Nein, ich wollte doch weiter gucken. Konnte man nicht auch die Cap verändern? Das will ich jetzt wissen, ob man auch eine andere Cap kaufen kann. Wenn ja, dann. So, mich würde jetzt mal interessieren, ob es hier auch Cappies zu kaufen gibt. Ups, das habe ich in meinem Lineal rumliegen und auch noch getroffen. Das tut mir leid, dass ihr das jetzt gehabt habt. Na gut, machen wir weiter. Also, ich hoffe, das war jetzt auch im Video drin, weil jetzt meine Aufnahme kurz hat sich beendet. Immer so, keine Ahnung warum. Aber wir machen einfach weiter. Filzhut schwarz, Filzhut weiß, keine Brillen vorhanden und kein Haarschmuck und auch keine Taschen. Bin ich mal gespannt, ob es ja auch so Sonnenbrillen geben wird. Wenn wir jetzt mal, was weiß ich, in den nächsten Kleidungsladen kommen, dass ich da dann dran denke, bei den Brillen nachzuschauen, ob es da Sonnenbrillen gibt. Weil das wäre echt toll. Wäre es nicht toll, wenn man seine Kleidung auf seine Pokémon abstimmen könnte? Man kann Pokémon anziehen? Ging das nicht nur in Pokémon X und Y, dass man seine Pokémon so anziehen konnte? Oder ging das nur mit dem Pikachu? Ich weiß es gar nicht mehr. Das auch mit anderen Pokémon ging. Ich glaube nicht. Nein, ich weiß es natürlich auch nicht mehr. Es ist so lange her, dass ich Pokémon X und Y gespielt habe, dass ich nicht mehr weiß. Naja. Das Kampfbuffet ist der Schlemm- und Spachtelpunkt des Einkaufszentrums. Was? Kampfbuffet? Wo? Je länger ein Pokémon mit seinem Trainer reist, desto stärker wird seine Freundschaft zu ihm. Hier kann ich nicht rein. Was da wohl drin sein würde? Hey, warte mal! Die Stadt... Hier waren wir in der Demo! Jetzt erkenne ich es erst. Oh, und hier kann man... seine Pokémon trainieren. Beziehungsweise, ja, gut. Neue Pokémon. Oh, Pichu. Ich erinnere mich. Oh Gott. Oh, Level 6. Nee, nee, nee. Ja, es lässt mich nicht fliehen. Wie klar war das denn bitte? Klar wie Butter oder was? Gut, wenn du es nicht anders willst, dann kann ich ja... Warte mal. Komm, ich will sehen, wie... Ach, dann halt nicht. Es gibt jetzt, was mir noch auch... noch gar nicht aufgefallen ist. Es gibt bei den Attacken... so einen kleinen Info... so einen kleinen Infokreis. Mit so einem Ausrufezeichen. Wo man nachschauen kann, was die Attacken denn so bewirken. Halt, nicht mit einem Ausrufezeichen, sondern mit einem I wie Info. Da kann man halt dann draufklicken. Wenn es jetzt mal auch mal gehen würde, ich würde jetzt gern mal... Ach, dann halt nicht. Man kann da halt drauf gehen und dann gucken, ja, was hat der... welchen Effekt hat diese Attacke? Was macht die Attacke? Und so weiter und so fort. Bevor ich mich hier noch 10.000 Mal verspreche, kann jetzt mal ein Pax nochmal angreifen. Mein Gott, Pichu. Nerv nicht. Es geht doch. Da paralysiert mich das hier auch noch. Oh, und wir können nach einem Kampf das Pokémon pflegen. Was, ja gut, ihr könnt es jetzt gerade nicht sehen, aber mein Faxo ist da unten. Und ist ziemlich traurig. Gut, ich pflege ihn mal kurz. Jawohl. Nee, 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 nee. Machen wir nicht. So, mein Faxo, du musst... leider ins Pokémon Center. Ob du willst oder nicht. So, sag mal schon, ob ich hier unten... Ja. Gut, dann auf ins Pokémon Center. Ich habe vergessen, die Helligkeit runterzustellen. Mann. So. Das erste Pokémon, das in mein Team soll, also ich habe natürlich schon mein Team, habe mein Team natürlich auch schon festgelegt, was da für Pokémon drin sein sollen. Und das erste Pokémon lässt immer noch auf sich warten. Mal schauen, ob wir da noch im Laufe des Spiels hinkommen, so schnell wie möglich, weil ich möchte gerne mein erstes Teammitglied so schnell wie möglich haben, aber das wird glaube ich nicht der Fall sein.
Ich habe dem Captain Bescheid gesagt, dass sich schon wieder Mitglieder von Team Skull am Hafen herumtreiben. Wie heißt es so schön? Müßiggang. Was? Müßig. Gang ist. Müßiggang ist. Lass da anfangen. Hä? Ach, Müßiggang! Oh Mann! Oh Junge! Für Team Skull gilt das ganz besonders. Diese Typen sind echte Schurken. Sie fangen ohne Vorwarnung Streit an und versuchen, die Pokémon anderer zu stehlen. Die Pokémon in der Prüfungsstätte haben sie es auch abgesehen, vermutlich um sie zu verkaufen. Sie schaffen es zwar, sich einzuschleichen, aber der Rest des Plans geht immer in die Hose. Team Skull. Die kenne ich doch von irgendwoher. Ich weiß noch nicht von wo. Ich glaube von einer gewissen Demo dieses Spiels. Tau! Übrigens frage ich mich, wann ich denn überhaupt das Ash-Quajutsu abholen kann, weil, naja, ich frage mich schon, wo ich das irgendwann, also wann ich das irgendwann mal bekomme. Würde mich echt mal interessieren. Tut mir leid, Martin, aber ich muss dich bitten, etwas Abstand zu halten. Der alte Haller ist gerade schwer damit beschäftigt, Taurus zu besänftigen. Geh noch so lange in Hoholi spazieren. Ja, gut. Da können wir ja gleich mal nochmal beim Pokémon Center vorbeischauen. Oh, warte mal, was bist du für ein Typ? Du bist auf ich kann nicht lesen. Du bist auf Inselwanderschaft, stimmt's? So eine Reise will gut vorbereitet sein. Hier, vielleicht hilft dir das ja. Ein Heilball! Ah! Pokémon, die du mit einem Heilball fängst, erhalten sofort wieder volle KP und volle AP und von Statusproblemen werden sie auch befreit. Damit hast du recht. Das ist, glaube ich, sogar eins meiner Lieblingsbälle, weil genau weil dieser Heilball so schwächere Pokémon, die man fängt, also die jetzt im roten Bereich sind oder vergiftet oder paralysiert sind oder sonst was, dass sie dann durch diesen geheilt werden, wenn sie gefangen wurden. Schon eine gute Idee, dass sie den mit ins Spiel reingebaut haben. Man kann Statusprobleme wie Vergiftungen auch heilen, indem man eine Pokepause einlegt und das betroffene Pokémon mit Medizin bereibt. So eine Pause wirkt Wunder. Warte mal, stand er gerade wirklich? Einreibt, nicht bereibt. So, ich bin... wer bin ich noch gleich? Ach so, ja, ich bin der Attackenverlerner. Du willst, dass ich endes deiner Pokémon eine Attacke? Nein. Erinnere dich an mich, wenn du möchtest, dass eines deiner Pokémon eine Attacke vergisst. Ah, den Attackenverlerner gibt es auch wieder und den... Es gibt auch einen, der die Attacken wieder zurückholen kann. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, aber es gibt so einen. Willkommen bei Pokémon Supermarkt. Was möchtest du kaufen? Was habt ihr denn so alles? Ja gut, X-Tempo und so, das interessiert mich alles nicht. Ich will mein Pokémon nicht während des Kampfes pushen oder so. Ich habe sowieso nie verstanden, warum die das überhaupt noch mit in das Spiel eingebaut haben. Naja, irgendeinen Sinn scheint es ja zu haben. So, Fluchtseil kann ich gut gebrauchen. Kann ich 14 mal kaufen, dann kaufe ich mir das mal nicht 14 mal, sonst habe ich keine Pokédollar mehr, sondern 4 mal. 4 mal sollte reichen, falls ich mal in der Höhle oder so feststecke, dass ich mich dann mit Hilfe des Fluchtseils wieder an den Anfang bzw. an den Eingang teleportieren kann. Wie auch immer das funktionieren soll. So, Pokébälle habe ich 25, Tränke habe ich nur noch 5, kaufe ich mir mal so durch. 13 sollten genügen. Dann noch ein paar Gegengift. Nicht 12, sondern 4. Dann Aufwecker. 6 mal. Eisheiler und Feuerheiler ist eigentlich nicht so wichtig, glaube ich. Also persönlich so häufig, dass das Pokémon eine Verbrennung erleidet, beziehungsweise eingefroren wird. Ja. So, was kann ich denn noch machen? Außer Passanten ansprechen. Juhu! Ja, was juhu? Was ist... Was denn? Oh, da ist ein Kind mit... seinem Mangunior. Ach, wie schön. So, mehr können wir in dieser Stadt auch nicht machen. Obwohl... Was ist das hier? Was ist das? Nanu, sieht so aus, als würden uns bald die Bären ausgehen. Ich darf nicht vergessen, so schnell wie möglich eine neue Lieferung zu bestellen. Ja.
Wird mal wieder Zeit. Kann ich bitte dein Pränatas, dein Pränatas, genau, dein Pränatas. So heißt das auch. Trainerpass. Ach, Mann. Es ist einfach nur herrlich, wie ich mich verspreche. Ah, warte, du bist doch Martin, stimmt's? Ich habe deine Anmeldung bearbeitet. Du bist also mit deiner Mutter und deinem Mozi hierher gezogen, richtig? Bist du schon einem Mozi auseinander begegnet? Die sehen ganz anders aus als die aus Kanto. Ja, und die Weiterentwicklung von Mozi in der Alola-Form ist ziemlich hässlich. Muss ich einfach mal so sagen. Die Stadt sauber zu halten und die Angestellten des Pokémon-Centers zu unterstützen, zählt auch zum Aufgabenfeld des Rathauses. Okay. Unsere Familie wächst und Pokémon haben wir auch jede Menge. Bei uns ist immer was los. Wir zwei werden heiraten und sind hier, um den dazugehörigen Papierkram zu erledigen. Ach, dann herzlichen Glückwunsch. Ich wünsche euch viel Glück und so weiter im Leben. Im Rathaus Dokumenten nachzujagen erinnert mich ein bisschen an alte Videospiele. Ach, die gute alte Zeit, die guten alten Pokémon-Spiele, Pokémon Gelb und oh, das war schön. Ich arbeite gerade an der Stadtplanung. Mein Ziel ist es, den Lebensstandard der Menschen und der Pokémon zu verbessern. Dann viel Glück dabei. Und ich sehe auch gerade, der Part ist zu Ende. Dann würde ich auch sagen, wir sehen uns im nächsten wieder. Bis dahin, ciao.